Willkommen zum Einführungs-MOOC zu Computational Social Sciences, digitale Forschung zwischen Sozialwissenschaften und Data Science. Wir beschäftigen uns darin mit dem Thema, was bedeutet Computational Social Sciences, um Ihnen im Anschluss daran einen Überblick über den MOOC zu verschaffen. Mein Name ist Silvia Kritzinger, Professorin für Methoden der Sozialwissenschaften am Institut für Staatswissenschaft der Universität Wien. Mein Name ist Claudia Plant, Professorin für Data Mining an der Fakultät für Informatik der Universität Wien. Die Computational Social Sciences sind eine interdisziplinäre wissenschaftliche Herangehensweise, um gesellschaftliche, das sind soziale, politische und kommunikative Phänomene zu erfassen, zu analysieren, modellieren und simulieren zu können. Diese Analyse wird mit Methoden aus der Informatik, Mathematik und Statistik basierend auf sozialwissenschaftlichen Daten, wie beispielsweise Umfrage- oder Textdaten aus traditionellen und sozialen Medien oder Experimentaldaten gemacht. Widmen wir uns zunächst aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive den Computational Social Sciences. Bei der Analyse der Daten interessieren die Sozialwissenschaften Zusammenhänge zwischen zwei Faktoren, also einfache Korrelationen und verschiedenste statistische Abhängigkeiten, also was bewirkt was, was ist Ursache, was ist Wirkung. Was sind nun solche Zusammenhänge, an denen wir in den Sozialwissenschaften interessiert sind? Dazu möchten wir Ihnen einige Beispiele genereller Fragestellungen geben, mit Fokus auf der Analyse von politischem Verhalten, den Inhalten von sozialen Medien sowie methodischen Grundsatzfragen. Dabei gilt es zu Beginn zu betonen, dass die von den Sozialwissenschaften skizzierten Fragestellungen theoretisch hergeleitet sind. Die Sozialwissenschaften sind daran interessiert, die Mechanismen zwischen unterschiedlichen Faktoren theoretisch zu erarbeiten und in Folge mit empirischen Daten und unterschiedlichen Methoden zu analysieren. Genau das ist der Punkt, wo die Zusammenarbeit mit den Data Sciences ansetzt und die Computational Social Sciences sich etablieren. Dazu nun einige Beispiele mit inhaltlichem und methodischem Fokus. Erste Fragestellung zum Beispiel. Inwiefern ändern Wählerinnen während des Wahlkampfs ihre Parteipräferenz? Welche Rolle spielen politische Informationen, die aus den sozialen Medien wie Twitter, Facebook, Instagram erhalten? Welche Rolle spielen Informationen von traditionellen Medien? Oder welche Rolle spielen die Inhalte persönlicher Gespräche mit Freunden oder Familienmitgliedern auf die Parteipräferenz? Oder eine zweite inhaltliche Fragestellung. Welche politischen Themen lancieren politische Parteien auf ihren sozialen Medienkanälen? Welche Auswirkungen haben diese auf die Themenstellungen der anderen Parteien? Und erachten Wählerinnen die von den politischen Parteien lancierten Themen als wichtiger im politischen Entscheidungsprozess als andere Themen? Kommen wir nun zu Fragestellungen mit einem methodischen Fokus. Welche Personen nehmen wahrscheinlicher an mehrwelligen Umfragen teil? Oder eine weitere Fragestellung mit methodischem Fokus ist, sind die Antworten, die Personen in Umfragen geben, in sich konsistent? Kann man von einer Antwort auf andere schließen? Oder welche unterschiedlichen Antwortdimensionen gibt es und welche theoretischen Schlüsse lassen sich daraus ziehen? Gibt es Unterschiede über die Zeit, zum Beispiel über Jahrzehnte hinweg? Das sind die Fragestellungen der Sozialwissenschaften, die wir gemeinsam mit den Data Sciences erarbeiten. Zur Analyse von vielen sozialwissenschaftlichen Fragestellungen liegen heutzutage viel mehr Daten vor, als das früher jemals der Fall war. Daten sind die Repräsentation von realen Sachverhalten am Rechner. Daten in den Sozialwissenschaften sind beispielsweise Umfragedaten oder soziale Netzwerke mit ihren komplexen Interaktionsmustern. In der Modellierung muss entschieden werden, welche Eigenschaften von einem sozialen Prozess wichtig sind und wie diese erhoben und als Daten gespeichert werden. Soziale Prozesse sind hochkomplex und haben viele Eigenschaften. Es ergeben sich daher große Datenmengen. Man denke beispielsweise an die Menge an täglichen Einträgen in sozialen Medien von Seiten von politischen Parteien
PolitikerInnen, Medien und WählerInnen. Beispielsweise können wir zur Parteipräferenz von WählerInnen nicht nur Umfragen durchführen und die Wirkung von Informationen aus klassischen Medien auf Wahlentscheidungen untersuchen. WählerInnen generieren selbst Inhalte auf sozialen Medien wie Twitter oder Instagram und werden von solchen Inhalten beeinflusst. Diese Datenflut bietet für die Sozialwissenschaften neue Möglichkeiten. Allerdings benötigen wir computergestützte Verfahren, um aus den verschiedenen Datenquellen verständliche, valide und nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. Eine manuelle Analyse oder auch einfache statistische Methoden sind nicht ausreichend. Daher sind in den letzten Jahren aus der Informatik und der Statistik Methoden entstanden, um große und komplexe Datenmengen computergestützt zu analysieren. Diese Forschungsrichtung bezeichnen wir als Data Science. Data Science-Methoden erlauben es, die Informationen in sehr großen Datenmengen für den Menschen verständlich zu machen, zum Beispiel durch Visualisierung eines sozialen Netzwerks. Methoden des maschinellen Lernens erlauben es, verschiedene Datenquellen, wie zum Beispiel Umfragedaten und die Interaktionsmuster in sozialen Medien miteinander zu verknüpfen und daraus Wahlentscheidungen vorherzusagen. Data Science ist ein sehr interdisziplinäres Gebiet. Forschende aus der Informatik, der Statistik, der angewandten Mathematik und aus allen datenintensiven Wissenschaften beschäftigen sich mit der Entwicklung von neuen Data Science Methoden und deren Anwendung auf fast alle Lebensbereiche. Data Science umfasst viele Teilgebiete, wie zum Beispiel Data Mining, Machine Learning und Visualisierung. Data Mining Methoden kommen aus der Tradition der Datenbankforschung aus der Informatik und beschäftigen sich mit der Wissensgewinnung aus riesigen Datenmengen. Methoden des maschinellen Lernens lösen komplexe Lernaufgaben. Deep Learning Methoden erreichen bei manchen Aufgaben eine erstaunliche Leistungsfähigkeit, zum Beispiel bei der Übersetzung von Texten. Visualisierungstechniken machen komplexe Zusammenhänge in hochdimensionalen Daten für den Menschen verständlich. Sozialwissenschaftliche Zusammenhänge sind komplex und die Methoden aus der Informatik, Mathematik und Statistik erlauben uns, diese Komplexität verstärkt zu durchdringen und neue Strukturen zu erkennen. Computational Social Sciences sollen genau dies leisten und zur Beantwortung der skizzierten Fragestellungen benötigen wir die interdisziplinäre Expertise aus den Sozialwissenschaften und den Data Sciences. Forschende aus den Sozialwissenschaften, den Data Sciences sowie aus den Bereichen Ethik und Recht müssen in allen Phasen eng zusammenarbeiten. Gehen wir nochmals auf die Fragestellung, zum Beispiel inwiefern WählerInnen während des Wahlkampfs ihre Parteipräferenz ändern, ein, die für beide Wissenschaftsausrichtungen interessant ist und gemeinsam bearbeitet wird. Auf Grundlage der Fragestellung kann entschieden werden, welche Daten erhoben, welche sonstigen Datenquellen verwendet werden können und welche Data Science Methoden dann auf diesen Daten zum Einsatz kommen. Am vorhin genannten Beispiel können wir Umfragedaten verwenden, um die individuellen Einflussfaktoren auf Parteipräferenzen unter Einbeziehung aller Variablen zu analysieren und nach Mustern zu suchen. Zusätzlich könnten wir mittels Data Mining Methoden aus den sozialen Medien zum Beispiel aktuelle Trendthemen ermitteln und beide Datenquellen mit maschinellem Lernen zur Vorhersage der Parteipräferenz verknüpfen. Also individuelle Daten und Kontextdaten in Zusammenhang miteinander stellen. Die Verknüpfung von unterschiedlichen Datenquellen ist für die Sozialwissenschaften und auch für die aktuelle methodische Data Science Forschung besonders interessant. Gerade in diesem Zusammenhang ist es aber auch notwendig, ethische und rechtliche Folgen ganz genau zu durchdenken. Nach einer Einführung in dieser Lektion werden Sie sich in den nächsten beiden Lektionen einen Überblick über die methodischen Grundlagen und Perspektiven aus den Sozialwissenschaften und den Data Sciences erarbeiten. Die Lektionen 3 und 4 vermitteln die Anwendungsmöglichkeiten von Computational Social Sciences Forschung. Wir thematisieren die wichtigsten Schritte auf dem interdisziplinären Prozess der Gewinnung von neuen Erkenntnissen.
Wir betrachten Fragestellungen der Datenerhebung, der Datenanalyse sowie der Visualisierung und Interpretation von Ergebnissen. Lektion 5 ist den rechtlichen und ethischen Herausforderungen gewidmet. Lektion 6 gibt Einblicke in aktuelle Themen der Computational Social Science Forschung. Wir freuen uns, dass Sie mehr über dieses spannende, interdisziplinäre Forschungsgebiet lernen möchten. Gerne begleiten wir Sie dabei und wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg.